So, geiler Anfang im Grunde für diese Freundschaft, die hier gemacht wird zwischen der Frau und uns. Also, sehr, sehr geil angefangen. Tötet er einfach mal einen bösen Mann. Na, Ladies first, damit wir auf den Arsch tanzen können. Oh, fuck, was für ein kranker Irrer macht denn sowas? Creeps und Skulls sind im Krieg. Skulls? Menschliche Gang. Dämliche Tribal-Tattoos und fehlende Fantasie. Es gibt nichts mehr zu essen, also halten die Skulls die Creeps wie Vieh. Creeps wollen sich rächen und massakrieren alle Menschen, die sie finden. Ja, alle Menschen, die sie finden. Also sieht sehr, sehr krass aus. Also noch krasser als wir, die zusammenschlagen. Wir haben 1040 Punkte, können uns wieder etwas Munition leisten. Aber es scheint irgendwie so, dass wir im Grunde nicht wirklich viel machen können. Aufladung nicht verfügbar, okay. Also was die Munition angeht, also da können wir nicht wirklich viel tun. Wir können ihn irgendwie nicht stärken. Und warum versteckt ihr euch? Habt ihr Angst? Sind da böse Männer? Mist, die sind voll dabei. Ist doch gar nicht schlecht, dann konzentrieren sie sich wenigstens nicht auf uns. Das werden sie noch. Der einzige Ausweg führt da durch. Ja, geil, wir müssen das schon wieder tauschen, aber ich habe keinen Bock, ich bleib mit dieser Waffe. Ist um einiges effektiver und zum Glück haben wir hier auch manchmal ein bisschen Munition, die wir finden können. Ansonsten werden wir hier die ganze Zeit... Noch mehr Skulls! Also hätten wir die ganze Zeit Probleme mit der Munition. Ja, geil, es sind wieder die normalen. So. So, würde ich mal sagen, das ist dein Ende. Kugelkick, Alter! Ich nehme das zurück, dass wir nicht so brutal sind. Ich nehme das zurück. Unbedingt. Ma, wer war das? So, und tschüss. Ja, Munition haben wir leider keine mehr. Aber wir haben den Tritt. Den Kugelkick. Oh yeah. Weitere Schwänze am Arsch. Genau. Einfach mal eine Explosion vor unserem Freund machen. Klappt ja auch bestimmt super gut. So. Wie sieht's mit den Punkten aus? Ja, wir haben bis jetzt nicht wirklich viel gemacht, aber auf jeden Fall haben wir momentan nicht wirklich Probleme mit der Munition. Sie sieht noch gut aus. Und du fliegst auch noch einmal ein bisschen. Und du fliegst dahin. So. Viele sind der Deko zum Opfer gefallen. Killer News. 1000 Punkte bekommen. Einfach mal so. Kackendreist. So, die Frage ist jetzt nur, wo können wir hin? Ja, wir können hier hin. Noch mehr Skulls. Ah, da sind noch mehr Freunde. Cool. Ich nenne dich mal zu mir und schieß dich mal raus. So, genau so wird's gemacht. Ja, warum müssen die mal rumschreien? Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, warum die sagen doch sofort, wo die sind, wenn die rumschreien. In der Realität kann das auch nicht so sein. Ich glaube, die Soldaten laufen auch nicht irgendwo in ein Gebäude rein, um Leute zu retten und schreien dann einfach mal rum und schießen einfach mal wild drauf. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, das ist einfach nur dumm. Wie gesagt, ich glaube, die Spezies hier auf dieser Erde ist einfach nur verdammt dumm. Ishi, also gut, ich behalte die Kleine nah bei mir und pass auf sie auf. Ja, mach du das nur. So, die Frage ist jetzt nur, was können wir dann überhaupt hier so Schönes tun? Ja, sollen wir die Ladung freischalten? Nee. Wie gesagt, wir haben erstmal genug Probleme, was die Munition angeht. So, 1800 haben wir hier. Hier können wir uns auch noch ein bisschen etwas leisten. Und ansonsten behalten wir den Rest. Mir ging's super, bevor du und Cranky der japanische Robotermann aufgetaucht seid. Sein Name ist Ishi. Auch gut. Ich bin Trishka. Ich bin Gray. Ich wurde ausgebildet, um nicht zu werden wie du. Nicht so werden wie ich? Was soll das bedeuten? Bin ich böse? Skulls! Ja, jetzt kommen die... Ah ne, die normalen immer noch. So.
Ja, wir müssen etwas krasser vorgehen. Und zwar fliegst du einfach raus. So, das war's mit dir. Hasta la vista, Baby. Hasta la vista. Höhenangst. So, Kugel. Kick und Kopfschuss zur gleichen Zeit. Das muss man mal jemand nachmachen. Okay. Böser Mann. Kugelkick. So, du wirst auch sterben. Und schauen wir mal, dass wir hier den bösen Mann da umbringen. Hallo. Alter, wie geil sah das jetzt aus? WTF? Ich habe ihr das in den Kopf geschossen, habe das zum Explodieren gebracht und dann ist er gestorben, sie aber nicht. Ich finde das irgendwie voll geil, wenn die jetzt sterben würde. Und wir dadurch wieder ein Kapitel neu anfangen würden. Wäre auf jeden Fall etwas realistischer und geiler. Ich würde dann anfangen zu lachen. So, die Waffen sind übelst aggressiv. Und zerstörerisch. Ja, wir gehen erstmal nach oben, weil wir es können. Schaut euch diese Welt an. Ist doch cool. Ja, auf jeden Fall ist das Game sehr, sehr geil. Macht auf jeden Fall 10-mal mehr Spaß als irgendein Shooter. Weil es einfach nur rumgeballert ist. Alter. WTF. Das ist ja genauso groß wie das andere Rad, was uns letztens verfolgt hat. Würgereiz. Ja. Meine Fresse, hier geht doch alles kaputt. Wir müssen hier raus, ne? Ne? Oder? Ne, hier können wir bestimmt nicht hin. Das ist eine blöde Idee. Boah, das muss ich austesten. Oh yeah, Mahlzeit. So, ab nach oben. Das ist ein ganz schöner Lärm. Was machen wir jetzt? Wir zerstören alles. Das ist ein magnetodynamischer Generator. Die Stromstärke der Spule könnte den ganzen Damm zerlegen. Ich hab's doch hinbekommen. Na los! Die Rotoren lösen sich. Beeilung! Ja, wir müssen einfach mal laufen. Einfach laufen. Lauf um dein Leben. Wir lassen alle zurück. Mach den zweiten Generator platt und wir sind geliefert. Beim ersten hat es doch auch wunderbar funktioniert. So, wie sieht's überhaupt aus? Müssen wir jetzt jeden töten? Ma, lass mich doch in Ruhe, meine Fresse. So. Da ist die Peitsche. Ma. So. Dämliches Arschloch. Bewegung, Bewegung. Ja, ansonsten kommen wir hier nicht weg. Warum müssen die Frauen immer rummeckern? Die sind noch nie zufrieden. Meine Fresse. Wir versuchen hier ihr den Arsch zu retten, die hier wegzubekommen. Und die bedankt sich, indem sie uns die ganze Zeit beleidigt. Alter Falter, ist doch nicht normal. Meine Fresse. Ja, da ist schon wieder ein Flugzeug. Ein Flugzeug, genau, ein Helikopter. Komm schon, das muss doch zerstören sein. Und das war's. So, alles angreifen, was sich hier so bewegt. Ja, wir müssen die erstmal alle töten. Oder wir müssen einfach warten, bis das die Arbeit macht. Was habe ich dir gesagt? Wie sieht dein Plan aus? Das ist dein Plan? Wir müssen hier weg. Und springen. Teufel damit. Lassen wir die Würfel rollen. Juhu! Oh oh, hey. Butches. Genau, jetzt kommen die bösen Männer. Jetzt kommen die bösen Männer. Ja, der Damm stürzt ein. Das liegt wohl daran, dass wir hier alles zerstört haben.
Alter, hier, so können wir unmöglich ziehen. Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Ist das etwa dein toller Plan? Du hast uns in die Scheiße geritten. Ich habe uns nur wieder rausgezogen. Ja, so können wir unmöglich ziehen. Das ist doch zum Kacken, ey. Das ist doch zum Kotzen, nicht Kacken. Alter. Wie kann man Kotzen mit Kacken vergleichen? Nein. Verwechseln. Vierter Akt, Kapitel 1, der einzige Weg. Schieß einen Gegner in die Eier, er wird um Gnade betteln. Okay, das werde ich auf jeden Fall versuchen. Boah, war das scheiße. Yep. Aber einem Genie wie dir beim Problemlösen zuzusehen ist echt erhellend. In jedem Sarkasmus steckt auch immer ein Körnchen Wahrheit. Ich habe die Hälfte der Zeit hier im Wasser verbracht. Stinkst trotzdem wie ein Arschloch in der Sonne. Was für ein Zufall, so heißt Ishis Aftershave. Ein Teammitglied ist abgestürzt. Finden wir ihn, bekommen wir ein Rettungsschiff. Die Creeps haben meine Peitsche, hatte seine Position darin gespeichert. Rauf auf die Brücke, dann finden wir seine Kapsel vielleicht. Warum flüsterst du? Die Berichte über diesen Ort sprechen von der verbotenen Zone. Kannst du mir folgen? Ah, ein gefährlicher Ort. Nee, ein super Ort, wo man Kinder mitbringen kann und so, ne? Ein Spaß für die ganze Familie. Urlaub und so. So, wir sollten normalerweise dahin gehen. Glaub schon. Gibt's hier irgendwo eine Möglichkeit, was zu kaufen? Habe ich hier was übersehen? Wir sind von hier unten gekommen. Da gibt es bestimmt irgendwo die Peitsche, die man einsetzen kann, um was zu kaufen, oder? Oder? Nee. Dann gehen wir wieder nach oben. So, hier gibt es auch gar nichts. Ja, wir werden die doch irgendwo mal wiedersehen. Es ist ja nicht so, dass wir die fast nie zu Gesicht bekommen. Aber ich wollte mir noch so was Schönes kaufen. Wenn das jetzt eben nicht geht, dann geht das eben nicht. Hä, wie sollen wir hier rüber? Yep. Es ist echt unfassbar, wie dämlich du bist. Zumindest müssen wir jetzt nicht mehr flüstern. Yep. Also, das hier hat das provoziert. Yep. Ich sag einfach gar nichts mehr dazu. Einfach nur übertrieben. Das Spiel ist einfach nur übertrieben. So, wir haben hier das gefunden, was wir auch gesucht haben. 3200 Punkte, die wir ja jetzt derzeit benötigen haben. Und Ladungsupgrade benötigen wir derzeit nicht wirklich. Aber ein bisschen Munition muss auch mal sein. Hier auch noch ein bisschen Munitione. Und hier haben wir alles voll. Und das haben wir auch alles voll. Haben wir noch die Schrotflinte? Ja, wir haben keine verkackte Schrotflinte. Super genial. So. Dann müssen wir das erstmal tauschen gehen. Nächstes Mal. Also wenn wir hier eine Waffe finden sollten. Wo müssen wir hin? Ich habe wieder den Faden verloren. Ja, hier müssen wir hin. Wir müssen wieder... Schiff drücken. So. Und schon sind wieder die extra Monster da, die uns töten wollen. So, Chirurg. Okay. So, ich will ihn in die Eier schießen, weil anscheinend werden die dann um ihr Leben betteln. Wer schießt da? Da schießt einer mit einer geilen Waffe. Die will ich haben. Die will ich unbedingt haben. So, Kopfschuss. Komm schon. Schnelles Ziehen. Oh yeah. So, leider keinen Kopfschuss, obwohl das so aussah. Und hoffentlich war es das mit den bösen Männern.